CO2 im Aquarium ist doch ein Muss, oder? Diese Frage oder besser gesagt Aussage habe ich in den vergangenen Jahren immer häufiger gehört, aber stimmt sie denn auch so? Ich kann dir an dieser Stelle sagen, dass ich im Laufe meiner Aquaristikkarriere schon das ein oder andere Aquarium mit oder ohne CO2 gepflegt habe und eine Sache ist mir an den Pflanzen immer aufgefallen. Aber ich würde sagen, wir starten mal von Anfang an. Und an dieser Stelle sollten wir uns natürlich dann die Frage stellen, okay, wofür brauchen wir denn CO2 im Aquarium? Denn wenn wir so uns mal umhören im TV oder im Internet, stellen wir fest, naja, CO2 ist doch zumindest für den Klimawandel ziemlich böse. Und wofür brauchen wir so einen bösen Stoff bei uns im Aquarium? Und an dieser Stelle kann ich dir sagen, dass CO2 enorm wichtig für dein Pflanzenwachstum im Aquarium ist. Denn deine Pflanzen unter Wasser, wie auch natürlich über Land, brauchen, um Photosynthese zu betreiben, CO2. Das heißt, die Pflanze wandelt mittels Photosynthese zum einen das Licht, aber auch natürlich das CO2 in Sauerstoff bzw. dann natürlich auch Pflanzenwachstum um. Das heißt, wir sehen, CO2 ist auf jeden Fall ein essentieller Bestandteil für unsere Photosyntheseleistung der Pflanze. So, jetzt ist an der Stelle natürlich die Frage, okay, naja gut, wie viel CO2 ist denn jetzt wirklich im Wasser vorhanden? Und an der Stelle können wir natürlich feststellen, okay, so ein bisschen CO2 ist irgendwie immer im Wasser vorhanden. Das heißt zum Beispiel, wir haben Tiere in unserem Wasser, die zum Beispiel mittels ihrer Atmung, also zum Beispiel Fische, dann natürlich Sauerstoff aufnehmen bzw. CO2 an das Wasser abgeben. Ebenso haben wir natürlich auch zum Beispiel in der Luft über dem Aquarium natürlich eine gewisse CO2-Konzentration, wovon natürlich ein Teil dann wieder zurück ins Wasser diffundieren kann. Das heißt, wir sehen schon, wir haben immer eine etwas geringe Menge an CO2 in unserem Aquarium drin. Die Frage ist aber natürlich, reicht das wirklich, um exzellentes Pflanzenwachstum zu bekommen? Und an der Stelle kann ich so ein bisschen spoilern, es kommt ganz drauf an. Denn einige von euch werden jetzt natürlich auch zu Recht sagen, aber hey Timo, wir haben doch gerade gesehen, dass das Ganze nicht nur von einem Faktor, also nicht nur vom CO2 abhängt, sondern zum Beispiel auch vom Licht oder noch anderen Nährstoffen im Aquarium. Und da kann ich natürlich sagen, du hast auf jeden Fall recht, denn das Ganze ist natürlich nur als einen Teil an das CO2 gebunden. Ich nenne das immer das Wachstumsdreieck in unserem Aquarium. Das heißt, wir haben drei verschiedene Faktoren, die sehr, sehr eng miteinander in Beziehung stehen. Das heißt, wir haben zum einen natürlich klar unser CO2, auf der anderen Seite aber auch natürlich unser Licht, was ja hauptsächlich auch zur Photosyntheseleistung der Pflanze beiträgt, aber natürlich auch die Düngung bzw. Nährstoffe, die hinter dieser Düngung stehen. Das heißt, wenn wir uns das jetzt so vorstellen, können wir uns das Ganze wie so eine Art Dreieck vorstellen. Und wir werden jetzt schon direkt sehen, die Leute, die hier meinen Kanal schon was länger verfolgen, kennen diese Grafik schon, aber ich finde sie halt immer extrem hilfreich, um sich das Ganze einfach mal zu visualisieren, vor Augen zu halten, dass das Ganze in einer Beziehung steht. Das heißt, das Pflanzenwachstum ist jetzt die Fläche unter dem Dreieck und wir wollen diese natürlich maximal ausdehnen. Jetzt stellen wir aber fest, naja, wenn jetzt ein Faktor im Minimum ist, wie zum Beispiel die CO2-Versorgung, dann kann unsere Beleuchtung, unsere Düngung noch so gut sein, wir kriegen nie perfektes Pflanzenwachstum oder gutes Pflanzenwachstum hin. Oder auf der anderen Seite können wir natürlich auch versuchen, das Ganze so ein bisschen auszubalancieren, denn es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir jetzt wirklich sehr, sehr viel CO2 ins Wasser reinpumpen, aber zum Beispiel gar nicht die Beleuchtung oder die Düngung da mit hinterherkommt. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir natürlich die Fläche unter dem Dreieck vergrößern. Auf der anderen Seite sollten wir aber natürlich immer gucken, dass wir das Ganze irgendwie ausbalancieren. Der Optimalfall ist an der Stelle aber natürlich klar, wenn wir alle drei Ecken wirklich maximieren und das Beste dafür für unser Aquarium herausholen. Und wichtig an dieser Stelle ist zu verstehen, wenn wir das Ganze jetzt wie im ersten Dreieck nicht wirklich ausbalancieren, das heißt zum Beispiel eine sehr geringe CO2-Konzentration oder eigentlich keine CO2-Düngung in unserem Aquarium haben, ist das per se erstmal gar nicht schlimm, nur wir müssen halt schauen, dass die anderen Faktoren dementsprechend auch angepasst sind. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Aquarium, und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Fall mit es kommt drauf an, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mein Aquarium ohne CO2 betreiben, dann funktioniert das an der Stelle, wenn du einige Sachen beachtest, auf jeden Fall. Das heißt, du solltest zum Beispiel zum einen natürlich schon mal dein Licht etwas runterdimmen bzw. nicht so stark beleuchten und natürlich auch deine Nährstoffe im Aquarium etwas deckeln, weil deine Pflanzen eigentlich viel mehr könnten, wenn sie CO2 noch versorgt wären, aber an der Stelle halt einfach durch diesen limitierenden Faktor CO2 nicht mehr Wachstum an den Tag legen können. Das heißt, wir brauchen an der Stelle gar nicht so krasses Licht und so viel Dünger im Aquarium. Ansonsten können wir uns damit halt ernsthafte Probleme, wie zum Beispiel krasse Algenblüten, ins Aquarium reinholen, wenn wir diese Faktoren nicht aufeinander abstimmen. Und jetzt kommen wir nochmal auf meinen Spoiler zurück. Es kommt ganz darauf an, ob dein Aquarium CO2 braucht oder nicht. Denn das Ganze hängt natürlich maßgeblich von den Pflanzen, die du in deinem Aquarium einsetzt, ab. Das heißt,
welche Pflanzen brauchen denn jetzt wirklich CO2-Versorgung und welche brauchen keine CO2-Versorgung? An der Stelle können wir eigentlich feststellen, dass anspruchslose Pflanzen, so nenne ich die jetzt mal, eigentlich immer oft auch ohne CO2 recht gut wachsen können. Das sind sowas wie Java-Farn, das ist sowas wie, sind sowas, solche Pflanzen wie Anubias, wie Moose. Das heißt, wir sehen hier schon relativ gut, dass Pflanzen, die auch in der Regel eher weniger Licht vielleicht auch brauchen, gar nicht mal so viel CO2 für ein gutes Pflanzenwachstum brauchen oder gar kein CO2 sogar. An der Stelle ist aber wichtig zu wissen, dass du eine Unterscheidung hast. Okay, braucht denn diese Pflanze CO2 oder nicht? Und da kann ich dir mal empfehlen, wenn du auf die Herstellerseiten gehst, zum Beispiel Tropica oder zum Beispiel Denali Plants, die haben meistens also einen kleinen Steckbrief der Pflanzen. Und da kannst du dich natürlich so ein bisschen schlau machen und schauen, okay, braucht die Pflanze viel Licht, braucht sie CO2? Das heißt, die Hersteller oder Gärtnereien, wo das Ganze herkommt, die geben das schon mit an, was du für diese Pflanze optimalerweise in deinem Aquarium zur Verfügung stellen solltest. An der Stelle können wir zum Beispiel aber auch sagen, dass anspruchsvolle Pflanzen, sowas wie Bodendecker, gerade HCC, Monte Carlo oder andere Pflanzen, eher dazu tendieren, wirklich sehr viel Licht zum einen zu brauchen, aber auch für ein gutes Pflanzenwachstum CO2 zu brauchen. Wenn ich jetzt immer sage gutes Pflanzenwachstum, meine ich damit, dass natürlich auch Pflanzen ohne, also die eigentlich CO2 brauchen, um gut zu wachsen, trotzdem natürlich auch ohne CO2 im Aquarium wachsen können. Hier ist es aber oft so, dass diese eher vor sich hin kümmern. Das heißt, du setzt diese Pflanzen ein, die wachsen ein bisschen, aber im Vergleich zu einem CO2-versorgten Aquarium stellt man eigentlich relativ schnell fest, okay, also mit CO2 wachsen sie deutlich besser. Und an der Stelle möchte ich aber trotzdem noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn wie eben schon erwähnt, habe ich natürlich Aquarien schon mit CO2, aber auch ohne CO2 betrieben. Und an der Stelle kann ich dir sagen, dass ich diese Aussage, CO2 ist für ein schönes Pflanzenwachstum im Aquarium wirklich ein Muss, natürlich erstmal so unterschreiben würde, aber trotzdem das Ganze differenziert sehe, weil ich natürlich auch sehe, wenn wir die richtigen Pflanzen im Aquarium einsetzen, wie zum Beispiel bei meinem Cube-Aquarium, wo ich sehr viel auf Moose gesetzt habe, wie zum Beispiel aber auch dann unter anderem für den Vordergrund zum Beispiel die Hygrocotyle Tripartita Mini, die auch recht dankbar ist, was das ganze CO2 und Licht-Set angeht, dann stellen wir fest, naja, oder Kryptokorynen fällt mir jetzt zum Beispiel auch noch ein, dass diese auch wirklich sehr gut ohne CO2 wachsen können. Wenn du jetzt dagegen zum Beispiel so ein Aquarium haben willst, wie bei mir hinten das Alpen 60P, also wirklich mit sehr vielen Bodendeckern, HCC, wirklich perfektem Pflanzenwachstum, mit Rotalas vielleicht noch im Hintergrund, dann würde ich dir auf jeden Fall immer wieder zu einer CO2-Versorgung im Aquarium raten. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, es kommt ganz darauf an, wie du dein Aquarium einrichtest. Und wenn du sagst, hey, ich brauche kein CO2, dann solltest du das aber trotzdem in der Einrichtung deiner Pflanzen dann auch widerspiegeln lassen. Das heißt, an der Stelle können wir jetzt sagen, ja, ein Aquarium kann definitiv ohne zusätzliche CO2-Versorgung betrieben werden und trotzdem ein schönes Pflanzenwachstum aufweisen, wenn die Pflanzen dementsprechend ausgewählt sind. Auf der anderen Seite würde ich aber immer sagen, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mit meinem Aquarium mehr erreichen und vielleicht auch bestimmte Pflanzen pflegen, dann würde ich dir definitiv empfehlen, immer eine CO2-Versorgung an deinem Aquarium mit dran zu haben, weil deine Pflanzen, glaube es mir, die werden es dir auf jeden Fall danken. So, jetzt ist natürlich die Frage, hast du auch schon eine CO2-Versorgung am Aquarium dran? Schreib es mir mal unten gerne in die Kommentare. Und wenn du jetzt noch mehr zu den CO2-Systemen im Aquarium wissen willst, die wir so haben, dann kann ich dir auf jeden Fall dieses Video hier noch empfehlen. Klick gerne drauf und dann würde ich sagen, soll es das von diesem Video gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.